Und willkommen zurück zu God of War. Weiter geht's mit Kratos und dem Schnetzeln, würde ich sagen. So, dann schauen wir doch mal, was hier drin ist. Okay, das ist offen. Du frierst dich zuerst ein. Gut. Und das ist ein ekliges Vieh. Ah, jetzt haben wir da frei gemacht. Zur Ringtempelbrücke gehen. Da werden aber bestimmt ein Haufen Viecher kommen. Das Licht erschafft offenbar mehr als nur Brücken. Vielleicht bringt uns das hier nach oben. Ich würde ja gerne da reingehen. Da sind ein Haufen Kisten und alles. Können wir hier aufmachen? Okay, soll es noch nicht sein. Aber die werden bestimmt aus ihren Käfigen gleich rauskommen. Und dann ist bestimmt auch wieder offen. Die blaue Tür, wir sind da. So, okay. Den Tempel betreten, das Licht von Alfheim. Ich werde mich nie dran gewöhnen, auf festem Licht zu laufen. Ringtempel. Die Tür. Da ist kein Schlitz. Was? Wir haben ein Problem. Ich gehe wahrscheinlich nur mit Magie auf. Einen anderen Weg in den Tempel finden. Diese Türen öffnen sich nicht. Hallo? Verstehe ich nicht. Wozu dann die Tür? Hallo? Komm, wir suchen einen anderen Eingang. Okay. Ah, da ist Rune. Mehr von diesen Glocken. In der Nähe muss eine Nordentruhe ja, sein. Ja, die haben wir auch schon gesehen, glaube ich. Ach du Scheiße. Okay, da ist eine Rune. Hier ist eine Rune. Schauen wir doch mal, ob hier drüben noch eine Rune ist. Das wäre aber ganz schön lang der Weg. Und hier ist auf jeden Fall schon mal. Hey Sindri, wir haben okay. Was gefunden. Oh, wirklich? Ich liebe gute Funde. Sieh mal hier, noch eins. Hier ist eine Zauberin. Ihr Name ist Groa. Sie hatte Vision. Wollte Odin ihr Buch? Okay, hier würde es auch reingehen. Hier lang. Da will ich aber nicht rein. Hey Sindri, siehst du dir das mal an? Ich will jetzt erstmal schauen, ob wir die. Ah, da oben ist die andere Rune, okay. Okay, jetzt schon haben wir die offen. Sehr schön. Auf die Huddel hier. Drei, dann heißt praktisch, dass unsere Rage erhöht wird. Oder Rage. Sie haben drei Hörner mit Blutmet gesammelt. Maximale Rage erhöht. Sehr schön. Das heißt, wir können länger durchdrehen. Und dann könnten wir jetzt auch dort rüber gehen. Schon wieder der Zwerg. Sindri? So, wir sind voll. Hey Sindri, siehst du dir das mal an? Ehrlich? Ich habe im Moment sowieso nichts zu tun. Hey, wie konnte Sindri uns überholen? Er und der Blaue sind offenbar schnell unterwegs. Huh. Wir sind drin.
geht's, Baby. Und nicht anders. Womit die wohl verbunden sind. Oh, okay. Ist nicht mehr. Irgendwas knurrt hier. Mein Magen ist es nicht. Läuft, würde ich sagen. Es läuft. Wow! Das ist mal beeindruckend. Sind wieder, nee, sind Pflanzen. Was soll's denn, wie Runen? Diese auch verdeckt. Da muss ja hier irgendwo so eine komische Pflanze sein, oder? Nee, ich sehe aber nichts. Wie komme ich dann an die Kiste ran? Sein. Okay, dann komme ich hier noch nicht weiter. Okay, das wird da sein. Jetzt muss es offen sein. Schauen wir mal rüber, ob die Kiste frei ist. Ja, jetzt ist sie frei.
Runen plus 12, Abwehr plus 7, aber Stärke minus 9. Komm, wir rüsten sie mal aus und dann schauen wir, wie es uns dabei geht. Hier war ja nichts mehr. Ne, hier war nichts mehr. Ne, okay. Hier war das nur mit den Pflanzen. Okay. Was? Da, das Licht. Sie haben es mit dem Zeug bedeckt. Aber wozu denn? Da, noch ein Lichtalb. Was macht er? Oh nein! Wieso töten Sie ihn? Er hat nichts getan. Urteile nicht vorschnell. Du siehst das Ende eines Krieges, Junge. Den Hintergrund für diese Tat nicht. Er hat sich nicht mal verteidigt. Das war seine Wahl. Wir treffen unsere. Das Licht ist nahe. Ich muss schon sagen, die Kämpfe sind teilweise schon knackig. Obwohl wir jetzt auf der normalen Stufe spielen, aber es ist wirklich nicht einfach. Aber genauso soll es auch sein, finde ich. So, damit haben wir diese Brücke eingeschaltet. Direkt hinter dir! Nachtmare! Ich bin dabei.
Nicht schlecht, oder? Ein ordentlicher Anfang. Dann sieht er so ein Ding. Dann mal los! Ist der Down und kommt nicht nochmal hoch. Jetzt alle Wege wieder her. Na genau, dann geht's dort eh schon nach oben. So, einmal vormachen bitte. Ich glaube, ich muss bloß die in der richtigen Reihenfolge haben. Fehlt mir noch einer. Okay, dann muss ich von der Seite. Okay, den Stock untersuchen. Also ein Spinnstock oder so. Sieht gar nicht lecker aus. Hier ist der Ladescreen. Ich glaube nicht, dass wir hier sein sollten. Sei still. Hast du gehört? Was ist das? Sei wachsam und bleib bei mir. Sag mal, wenn wir es zum Licht schaffen, wie kriegen wir es dann in den Bifrost? Die Hexe meinte, wir sollen reingehen. Hat sie? Als sie aus dieser Welt gerissen wurde. Oh, habe ich das verpasst? Ihr war ihre Sicherheit wichtiger als unser Ziel. Wachsam! Still! Ich hab ihn! Dein Messer, Junge! Langsam wird der Atreus. Das war knapp. Bleib ganz in meiner Nähe, Junge. Das werde ich. Geht's auch ganz schön runter, ich glaube hoffentlich mal. Inanuna! Noch einer! Zurück! Ah!
sind wir doch schon da. Das Licht! Ja, wir sind fast am Ziel. Aber wir müssen aufpassen. Verstanden? Klar. Licht von Alfheim. Oh mein Gott, hier sind ein paar Gegner. Den Stock zerstören und das Licht nehmen. Probieren wir es doch mal. Da, wenn es fällt, sei bereit. Wir müssen schnell sein. Ist gut. Spring, Junge! Ja! Pass auf! Da sind sie! Bleib hinter mir und schütze unsere Flanke! Jawohl! Kaka! Zwischen deinen Schüssen. Nicht Präzision geht vor Tempo? Es sind viele Ziele. Du schießt nicht vorbei. Yeah.
Boah, alter Schwede. Mach dich bereit. Wollen die mich verarschen? Heftig. Okay, Leute, einen Versuch machen wir noch und dann würde ich sagen, machen wir aber einen Cut. Ich weiß gar nicht, wie der durchkommen soll so schnell. Schnell Dampf auffüllen. Und geht's weiter. Da, wenn es fällt, sei bereit. Wir müssen schnell sein. Ist gut. Da sind sie. Bleib hinter mir, schütze unsere Flanke. Jawohl! Zeit zwischen deinen Schüssen. Nicht Präzision geht vor Tempo. Es sind viele Ziele. Du schießt nicht vorbei. Ein schmaler Weg gleicht die Überzahl aus. Konzentrier dich. Einfach mit mehr Power durch. Ganz einfach. Junge! Bist du verletzt? Nein! Heftige Scheiße. Wow! Es ist wunderschön! Das Licht! Es lässt den ganzen Tempel erscheinen. Es ist die Quelle von allem. Hey, es singt. Ich höre sie! Ich hab's dir doch gesagt! Ist sie denn da drin? Das hat wehgetan. Als würde meine Hand brennen. Bleib hier. Aber ich bleib will... hier. Setz sie nur im Notfall ein. Du gibst mir deine Axt? Ich lass dich meine Axt halten. Nur halten. Sie ist kein Geschenk. Trotzdem,
Okay, Carter ist im Was Licht. Was ist das? Faye? Du musst zurückkommen. Du hast mich allein gelassen. Atreus? Allein mit ihm. Bin ich denn jetzt hier? Meine Heimat, oder? Das da hinten müsste doch eigentlich jetzt sein Haus sein, oder? Immer geht er fort. Nie ist er hier. Er will mich nicht und wird es nie tun. Ah, ich rede über seinen Vater, über Kratos. Ja, genau, das ist das Haus. Ich kenne ihn nicht und er kennt mich nicht. Er will es gar nicht. Ich bin stark, ich bin schlau. Ich bin nicht das, wofür er mich hält. Ich bin nicht dumm. Er spricht nicht mit mir, bringt mir nichts bei. Er hätte es sein sollen. Hörst du mich? Er, nicht du. Ah, er redet praktisch zu den Göttern, oder? Mit seiner toten Mutter. Aber ich meine das nicht so. Ich hab ihn doch lieb. Ich wünschte, er wäre besser zu mir. Er kann es doch sein. Wenn er es versucht, dann ich auch. Aber wenn nicht, bitte komm zurück. Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Sehr cool gemacht. Komm zurück! Nein! Nein! Was hast du getan? Warum hast du das gemacht? Du warst gefangen! Ich hab gewartet und gewartet, aber du kamst nicht zurück! Also zog ich dich raus! Junge! Ich war nur einen Moment! Wow! Fort! Nein! Du warst sehr, sehr lange fort! Ich wusste nicht weiter! Du hast mich verlassen! Mal wieder! Bin ich dir egal? Ich... Das ist unmöglich. Wir sollten gehen, bevor die zurückkommen. Ich hoffe, du hast was du brauchst. Kein Zeitraumgefühl gehabt. Oder die Zeit vergeht jetzt schneller einfach. Ja. Sieh nur! Ich will gerne meine Axt wieder nehmen. Aber das ist kein Licht für eine Brücke. Wir sitzen fest und die Bogensinne der Hexe ist nutzlos. Okay, der hat hier einiges weggemetzelt. Junge, dein Bogen. Halt ihn hoch. Lichtfälle. Sie haben Lichtfälle erhalten. Schießen Sie auf Lichtkristalle, um diese Alfheim-Licht zu verleihen. Okay. Zu verleihen, okay. Auf mein Zeichen schießt du den Pfeil in den Stein. Geklappt! Jetzt können wir unseren Rückweg antreten. Komm. Okay, Leute, ich würde aber sagen, wir machen jetzt an der Stelle einen Cut und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Sind ja doch schon wieder knapp 40 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, dass ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid.
Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Andi.